das für Deutschland? Und warum sollen wir jetzt dieses Spiel anzweifeln? Der Fußball lebt es vor. Am roten Leder sind Einwanderer längst angekommen in Deutschland. So Jungs, hier sind die Özil-Schuhe. Das könnt ihr die anprobieren, ja? Mehmet Matur bringt Nachschub. Seit Tagen ist sein kleines Berliner Sportgeschäft voll mit Kindern. Und alle wollen nur dieses Modell. Fußballschuhe wie die von Mesut Özil. So, 31,5. Alle Kids, die dann hier ins Laden kommen, nicht mehr Ronaldo-Schuhe oder Guti-Schuhe, die dann jetzt unsere alle Özil-Schuhe haben. Die Schuhe des ersten deutsch-türkischen WM-Helden. Hier geboren hat es der Einwanderersohn bis in die Nationalelf gebracht. Dank Fleiß, Talent und Disziplin. Das wissen schon die Kleinsten. Er trainiert. Macht ihr das auch? Ja. Seid ihr auch im Fußballverein? Deutsche Flagge mit türkischem Halbmond. Herzenssache ohne Zwiespalt. Diese WM und ihre andere deutsche Mannschaft haben etwas verändert. Trainingsehrgeiz geweckt. Früher bin ich in der Woche zweimal gegangen. Und jetzt gehen wir trainieren. Warum? Um besser zu werden. Es sind große Fußstapfen, in die sie gerne treten würden. Ihr Vorbild Özil hat gezeigt, auch sie können es hier schaffen. Nach ganz oben kommen, das will auch er, Fatih Aydoğdu. Auch das steckt hinter dem neuen deutschen Fußball. Der 19-Jährige spielt bei den Berliner Hertha Junioren. Sein großer Traum, Fußballprofi. Dafür trainiert er hart, 5 Tage die Woche, während manche seiner Kumpels nur in den Tag leben.